Initial Public Offering, Freunde, schön, dass du wieder reinschaust zu einem neuen Video, nämlich IPOs im Jahr 2024, also dieses Jahr brandaktuell. Welches Unternehmen wagt den Sprung aufs Parkett? Das geht es jetzt in diesem Video. Ich habe hier selbstverständlich deutsche Unternehmen und auch drei internationale Unternehmen gefunden. Teilweise wurden schon Börsengänge verschoben, aber jetzt alles schön der Reihe nach. Wir fangen an mit Douglas. IPOs, also Initial Public Offering, der Start bzw. der Gang ans Börsenparkett. Und dann fange ich gleich mal an mit Douglas. Das heißt, Douglas plant sein Comeback an die Börse. Und wann haben die vor, jetzt an die Börse zu gehen? Nämlich bereits im ersten Quartal dieses Jahres. Da gibt es nicht mehr so viel Zeit. Sind wir mal gute Dinge. Wie ist die Marktbewertung, Unternehmensbewertung zu diesen Unternehmen? So bei 7 Milliarden Euro. Kommen wir zum Flix SEE, Freunde. Ihr kennt die Marken bestimmt. Flix Bus, Flix Train. Das sind die Marken von diesen Unternehmen. Flix SE. Auch die wollen im ersten Quartal an die Börse, voraussichtlich. Wo ist dieses Unternehmen bewertet? Natürlich ganz klar bei ca. 4 Milliarden Euro liegt die Bewertung. Im Oktober 2023 hatte ich über dieses Unternehmen auch schon mal gesprochen. Leider wurde dieser Börsengang 2023 verschoben, nämlich DKV Mobility. Die Unternehmen oder Selbstständigen unter euch, die wo eine Tankkarte haben mit der Aufschrift DKV, die können selbstverständlich dort an diesen Tankstellen tanken. Wir haben hier eine Marktbewertung, also eine Unternehmensbewertung von 4 Milliarden Euro. Leider liegt hier noch nichts vor, wann die jetzt 2024 an die Börse gehen wollen. Falls du da Interesse hast, dann musst du halt immer wieder mal auf die Unternehmensseite drauf gehen oder im Google immer wieder mal nachschlagen oder meine Videos anschauen über die IPOs. Kommen wir zu Rank Group AG, auch ein deutsches Unternehmen, sind übrigens in Augsburg, ist ein Panzerzulieferer, hat er auch vorgehabt 2023 den Sprung an die Börse zu wagen, wurde aber jedoch verschoben 2023. Wir haben hier eine Unternehmensbewertung von 1,5 Milliarden Euro. Wann die jetzt genau an die Börse gehen wollen, liegen mir jetzt keine Daten vor. Also bis jetzt noch nicht. Dann kommen wir zu den internationalen. Wir haben jetzt DKV, Rentgroup, kommen wir zu den internationalen Börsengängen, also zu diesen größeren ein wenig Börsengängen. Dann haben wir hier Shine. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Ist ein chinesischer Online-Modehändler. Sehr, sehr stark, weil auch sehr günstig. Anscheinend gibt es da auch Brautkleider ab 24 Euro. Nur mal als Info. Wir haben hier eine Börsenbewertung von 66 Milliarden Euro. Wann die jetzt vorhaben, an die Börse zu gehen, steht auch noch in den Sternen. Die sind sich da noch ein wenig uneinig. Nächsten Monat sieht es gut aus, übernächsten Monat sieht es schon wieder schlechter aus. Aber man sollte, falls man Interesse hat, dieses Unternehmen zu verfolgen, das Ganze mal auf dem Schirm haben oder mal auf die Watchlist setzen. Kommen wir zu Reddit. Reddit kennt jeder, gehört zu Social Media. Die wollen den Sprung wagen. Bereits im März wollen die an die Börse gehen, also nächsten Monat brandaktuell wagen die den Sprung an die Börse. Das heißt, der letzte Börsengang eines Social Media Unternehmens war, glaube ich, 2019. Wo ist dieses Unternehmen bewertet? Bei 10 Milliarden US-Dollar, Freunde. Also starkes Unternehmen, Reddit, voraussichtlich schon im März, Schein ist noch unklar. Jetzt kommen wir zu Syngenta. Freunde, Syngenta ist ein Agrarchemiekonzern, hat er auch 2023 vorgehabt, den Börsengang an die Shanghaier Börse zu wagen, ist aber leider verschoben worden auf voraussichtlich Ende 2024.
So sieht es aus. Hier zum Schluss nochmal eine komplette Übersicht über die Börsengänge 2024. That's it, Freunde. Falls dich irgendein Unternehmen interessiert, jetzt speziell für einen Börsengang, setz es einfach auf die Watchlist, beobachte es. Und mal sehen, wo der Einstiegskurs festgelegt wird. Das war's zu diesem Video. Ich sage herzlichen Dank. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Falls du eine Analyse möchtest zu deiner Wunschaktie, dann einfach mal auf meine Webseite gehen, finanzsystemhandel.com. Ich sage nochmal herzlichen Dank. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und wünsche dir eine restliche starke Handelswoche. Bye, bye.